Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, mit vielleicht der ein oder anderen wichtigen Info, die euch interessieren könnte. Und zwar, der ein oder andere lebt es ja selber. Es gibt natürlich immer so Firmen, die haben so spezielle Präparate, die natürlich nur einmalig auf dieser Welt sind und einmalige Ergebnisse damit erzielt werden und fast so ein Wundermittel sind. Allerwelts Wundermittel, der heilt alles, also von Zahnausfall, von den Schweißfüßen, von Ohrenschmalz zu viel und Haarausfall über was weiß ich, was alles, und dann wird alles geheilt. Mit diesem einen Wunderpräparat. Und dieses Wunderpräparat sollt ihr natürlich, damit ihr das umsonst kriegt und günstiger kriegt, sollt ihr es natürlich an eure Freunde verticken. Ihr sollt sie einladen zu einem sogenannten Seminar, einem sogenannten Spezialistenseminar, wo dann in einem schönen Raum viele Menschen sitzen, die gerne auch größere Autos fahren würden und natürlich finanziell so nicht ganz so darstellen, wie sie gerne darstellen würden. Und draußen vor dieser Halle stehen schöne große Autos, blank geputzt, poliert, schön sauber gemacht, so die richtig heißen Kisten. Da sind dann natürlich auch logischerweise die Firmennamen drauf, die natürlich zeigen, wenn du gut bist und das Zeug gut verkaufst, dann darfst du auch so ein Auto fahren, dann gehörst du auch zu uns. Da bist du auch ein Top-Manager. Yes! Und diese kommen immer so, mich lassen sie jetzt kurz sagen, inzwischen sei ich schon mal in Ruhe, nach vielen Jahren, aber trotzdem gibt es den einen oder anderen, der mir natürlich ganz klar suggeriert, Andreas, das, was du dir machst, das kannst du mal komplett knicken. So wirst du nie reich werden, so wirst du nie ein dickes, fettes Auto fahren können. Dazu eine Ansage von mir. Es gibt Menschen, da ist es nicht das Wichtigste, dass sie ein dickes Auto fahren. Es gibt Menschen, da ist es vielleicht ganz wichtig, dass man morgens aufsteht, vorm Spiegel steht und sagt, okay, dich wasche ich gerne, weil du lügst nämlich nicht und du hast ein reines Gewissen. Es gibt auch Menschen, die so agieren. Und die Menschen soll es auch geben, das ist auch gut so. Also, liebe Leute, aufpassen. Im Moment sind sie wieder sehr stark aktiv. Aus allen Ecken kommen sie. Grundprinzip ist natürlich dieses Prinzip, man nehme einen Esel und halte ihm davor mit einer Schnur eine Karotte, aber die hängt so weit weg, dass er sie nie kriegt. Aber er möchte die Karotte haben. Und somit gibt der Esel natürlich Vollgas. Er möchte die Karotte haben, egal, auf Teufel komm raus. Und da entwickeln sich dann manche Menschen zu Monstern. Und zwar zu sogenannten Geldmonstern. Alles scheißegal, da werden sämtliche Verhaltensregeln werden über Bord geworfen und das Geld ist nur noch wichtig. Da werden Menschen Dinge erzählt, die so niemals stattfinden können. Ganz gutes Argument zum Beispiel ist, wenn du unser Präparat nutzt, dann wirst du so und so viel abnehmen, tolle Figur, du fühlst dich wohl. Das gesamte Ergebnis, was entsteht, das gesamte Resultat, was da erreicht wurde, ist natürlich nur vom Präparat. Nur von den Kapseln. Nur von dem Pulver. Und das ist alles sonst, dass die Ernährung gestellt wird, dass die Leute bewusster essen, dass sie bei weitem nicht mal so viel Fast oder essen, dass sie Süßigkeiten weglassen, Alkohol zum Teil weglassen, dass sie auf einmal in der Woche anstatt keinen Sport dreimal Sport eine Stunde machen. Das zählt nicht. Nö, von dem ist es nicht, sondern nur vom Präparat. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Eigentlich ist es logisch und eigentlich nachvollziehbar, was diese Menschen wollen. Die wollen euer Liebe Geld. Das dürft ihr gerne auch ausgeben. Ich habe kein Problem damit. Ich will euch nur warnen davor, damit es nicht halt heißt, du hast mir davon nichts gesagt. Also, das war's. Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, mit dem Thema, lass dich nicht verarschen. Geh bitte den Weg des höchsten Widerstandes. Bis bald. Ciao.